diesen Geheimraum unter dem Flipper. Ah, ich komme ja gleich schon. Erstmal hier. Na, tiefer wird geht so Neues. Was hartes, mein Schätzchen. Hey, yo, wunderbarer Ausblick. Und prächtige Mixeigenschaften. Ja, mein Gott, wir kennen's noch mal. Vergiss nicht, dir deine Lumba Bird abzunehmen. Werde ich schon machen. Mach dir keine Gedanken darüber. Frage mich jetzt gerade auch. Tue ich das? Tue mir das wirklich? Ich habe immer das Gefühl, ich sehe ein bisschen eckig aus, aber naja. Leicht zerknautschtes Gesicht. Und Haare. Und Klamotten und Körper und überhaupt. Was ist denn los mit dir, Barrett? Was denn? Aber wirklich sicher bin ich mir da. Sollten aber welche von Soldatenei gewesen sein. Dann wäre der Kampf ganz anders ausgegangen, mein Freund. Ach, mein Lieber. Mein Lieber, reg dich doch nicht so auf. Ich doch gar nicht vor, Mann. Also echt, was sich dieser Barrett überhaupt denkt. Ach, was denn nun? Ach, was die sich hier mal vorstellen. Echt hier. Wir sind einfach nur Ego. So muss es auch sein, oder nicht? Einfach mal. Ach, Herr Jemini, wir werden wohl nie in Ruhe gelassen, wie es scheint. Tut mir leid, Tifa. Was hätte ich davon? Warte ein paar Millionen Jahre, dann explodiert unsere Sonne und fertig. Ja, das hab ich vor. Wie kannst du das nur sagen? Was für ein Versprechen. Was für ein Versprechen, Tifa! Vor 7 Jahren, da waren wir noch ein bisschen jünger. Aber meine verschimmelten Augen erinnern sich langsam. Schön, dass wir die Erinnerung teilen können. Und jetzt reden wir sogar von ihr in der dritten Person. Ach, guck mal, ein kleiner Robin Hood Cloud. Ja, Tifa oder Tinkerbell. Mein Gott, war die ein dürres kleines Mädchen. Ach ja, romantisch. Jo, hab ich vor. Weißt du, wenn es Frühling wird, ne? Gehe ich weg von hier nach Midgar. Ja, also nichts für Dorfmatratzen, wie es scheint. Ups, wer hat das gesagt? Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Ich, Cloud Robin Hood Strife, möchte bei Soldat eintreten. Ich
werde der Beste sein, genau wie Zephyros. Zephyros, der große Zephyros. Nee, also da ist die Tifa wohl nicht ganz so begeistert, wenn sie mal hört, Zephyros, Zephyros hier, Zephyros da. Sollte man sich vielleicht merken, diesen Namen. Nein, da kommt jeder rein. Hast du keinen Grund zu weinen, kleine Tifa, so ernsthaft? Also echt, Tifa. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Was für ein Versprechen willst du denn von mir, meine Kleine? Was ist, wenn ich nicht berühmt bin? Soll ich dir nicht helfen, oder was? Am besten ist, man kommt gar nicht erst in so einer Situation, aber was? Ach komm, was soll's hier. Versprochen. Naja, also die kleine Tifa, sehr romantisch veranlagt, träumt von ihrem Held auf dem weißen Schimmel. Aber ganz ehrlich, man sollte am besten gar nicht erst in so eine Situation reinkommen, wo man gerettet werden muss, aber nun gut. Ja, jetzt erinnere ich mich, das habe ich total vergessen. Ha, 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 genau da habe ich mir gedacht. Aber dein Kindheitstraum ist doch wirklich geworden. Du bist bei Soldat eingetreten. Also dann, du musst dein Versprechen halten. Ja, dann werden wir das mal tun. Aber was ist das? Barret! Du super toller Soldat. Ach, die Kohle. Immer her damit. Ach, das hätte man auch besser übergeben können. 1500 Gil nur. Oder Gil. Gil, Gil. Lass mal bei Gil. Ja, das dachte ich mir. Für 3000 Minimum, mein Freund. Los, Tifa, berät dir noch ein bisschen. Haben wir ja gesagt, aber na gut, wir akzeptieren jetzt einfach mal Barretts Angebot über 2000. Sind hier gerade ein bisschen am Knacken in der Ecke. Da ja auch diese nette kleine Musik. Oh, was ist denn da los? Seht übrigens wieder jetzt auch voll aufgeheilt. Ah, na, jetzt hätte ich schon fast einen Trank verwendet. Okay, hätten wir eh nicht verwenden können. Schauen wir uns mal ein bisschen unten um. Hier, der Fernseher ist ja, Störbild, aber was soll's. Und schon geht's auf zur nächsten Mission. Was ist das? Ach, komm schon tiefer. Schön, dass du gehst. Hey Marleen, was mixst du denn da Schönes? Einen kleinen Mai Tai? Ach, kein Mai Tai für uns. Und hier dieses Choo-Choo-Drew. Ja, dann komm doch. Ja, mach das doch und halt mich hier nicht auf. Was denn? Kriegen wir schon hin. Ich werde es jetzt allerdings nicht machen, das Tutorial. Ah, der hat eh keinen Einfluss auf die Story. Hört sich jetzt nur ein bisschen unhöflich an. Für die Substanz verantwortlich. Ja. Perfekt. Wir können jetzt also eigentlich mal Substanzen zuordnen, was auch sehr gut ist. Ja, danke Marleen, dass du darauf aufpasst. Doch bevor wir das machen werden, also erstmal werde ich natürlich zeigen, die ganzen Umstellungen etc., wie wir es machen. Später werde ich nur noch das Endergebnis präsentieren. Vorher laufen uns auch mal hier ein paar Hütten ab. Da ist mit dir, alter Hoyo, du. Achso, warum denn? Medikamente, was hast du denn da Schönes? Ja, komm,
schon. Ich will erstmal gucken, was du zu verkaufen hast. Trank. Hier haben wir Elementsubstanzen. Die kaufen wir aber nicht, weil wir kriegen mehr als genug von dem von der Elementarzauber. Wiederherstellen haben wir auch ein. Phönixfeder könnte man überlegen, aber da haben wir zwei Stück von Gegenmittel. Hebt Vergiftung auf, brauchen wir nicht wirklich. Also hier gibt es noch nichts wirklich für uns zu holen. Na, hier geht's raus. So, dann machen wir es mal ab ins nächste Hütchen. Nanu? Ahaha. Was ist mit dir los? Du bist ein ausgetrockneter Alter. Müde? Nichts da, mein Freund. Selber Arsch. Ja, was gibt's denn? Ach du meine, was für ein Schuppen sind wir hier gelandet. Eisenreif, Granate, ja gut, Eisenreif könnte man überlegen, sogar wirklich überlegen mitzunehmen, lassen wir aber. Sturmgewehr haben wir schon eins. So, ich werde das mal ganz kurz zumindest hier mal anordnen. Ah. Barrett muss nämlich wieder nach hinten. So, während die anderen beiden, also Tifa und Cloud, sind Nahkämpfer. Dementsprechend bleiben die auch in der ersten Reihe. Oh, Speicherpunkt. Was gibt's denn hier? Das ist die Halle der Anfänger. Du sagst, du bist ein Anfänger, aber deine Augen sagen, dass du keiner bist. Gut, also hier kann man ziemlich alles erfahren, was man möchte. Werden wir jetzt aber nichts wirklich benötigen. Hier haben wir auch noch da zum Speichern. Könnten wir theoretisch jetzt, aber... Kannst du ein Zelt benutzen und speichern wählen? Das ist auch noch mehr. Such nach etwas, das sich Geheimnis nennt. Wenn du das Spiel speicherst, kannst du an derselben Stelle wieder anfangen, auch dann, wenn du ausgelöscht wirst. Du hast also keine Sorgen zu machen, solltest du ausgelöscht werden. Das ist zwar ein wenig vorgegriffen, aber wenn du Midgar verlässt, wenn du die Weltkarte hast, kannst du überall speichern. Vergiss das nicht. Schön, gut zu wissen. Kriegen wir das schon hin. So, bevor wir uns mit den anderen auch noch rumquatschen. Ja. Nein, ich möchte einfach nur hier raus. Einfach nur hier raus. Möchte mich noch ein Item abgreifen. Das ist, fand ich nämlich eine Etage höher zu finden. Item. Item, Item, Item. Ach, komm schon. Komm. Okay, hier haben wir einen leichten Klippenfehler. Kommt nicht in Frage. Natürlich habe ich es ausgewählt. Ja, ist doch in Ordnung. Ne, ne, okay, dann habe ich mich vertan. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es hier ein Item zum Abgreifen gibt. Den ist wohl nicht so gewesen. Ach, was soll's, was soll's. Ja, 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 ja. Eine Hütte haben wir noch zum Ausklabäudern. Nämlich die ganz oben links, die vorhin noch verschlossen war. Ja, Leute, ich komme ja gleich schon. Hallöchen. Na, meine Lieben. Wen vermisst du denn? Toilette? Oh, war gut, da kannst du ein Bettchen. Tja, und damit war es das auch schon. Ja, haben wir schon gelesen. Er, wer ist dieser mysteriöse Er, der jetzt, wo er weg ist, den armen Eltern Kopfzerbrechen beschert? Mhm. Dann solltest du mal aufhören zu trinken. Du Mädchen, da flippt man nicht aus direkt um uns herum. So, hier oben ist immer noch dicht. Da unten ist auch immer noch dicht. Aha, aha. Wie
Richtig, richtig. Ich bin einer von Avalanche, aber das sage ich euch nicht. So, da stehen sie doch und warten noch schon auf uns. Ja, 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 komm, ich mache schon hin hier. So, back zu dem Zug, ne? Ja, ich weiß, ich bleib mal schon ruhig. Ja, Barrett, was gibst du? Sieht aus, als wäre das hier nicht privat. Mach den Abgang. Ja. Das hätte er wohl nicht sagen sollen. Ja, Barrett, man sieht schon so ein zerknautschtes Gesicht. Oh, Barrett, komm schon, sei kein Assi. Oh Gott. Ach du Heil, jetzt verkloppt er da einen armen Mitfahrer. Ja, hat Tifa gerade noch ein größeres Unglück verhindert? Der arme Knabe, der weint da schon, aber naja, was soll's. Was soll's? Ja, dann ja, geht los, ne? Aber wir haben hier weg. Lass mich hier weg. Ja, Wichtigtour haut da rein. Ich geb dir gleich Wichtigtour. Dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesen Ausweiskontrollen werden alle Züge überwacht. Ja, weiß ich schon. Ja, ja. Okay. Guten Morgen, willkommen bei der Midgard Bahngesellschaft. Ankunft in Sektor 4, 11.45 Uhr. Ah, die Ausweiskontrolle. Okay. 3 Minuten also noch. Naja, ich komme ja schon. Wenn ich eigentlich mal wegen noch. Juhu! Ja, aber gib doch mal was. Was ist mit dir, Kollege? Achso, Entschuldigung. Da sind wir einfach an dem vorbeigerannt. Ja, vorhin erst. Beziehungsweise aus unserer Sicht wahrscheinlich gestern. Nanu? Meine ich aber auch. Nein. Ja, das freut mich auch gerade. Okay. Verriegelung wird vorbereitet. Ich ziehe weg, aber Dalli. Okay. Wir haben nur ein paar Sekunden Zeit, um dann aus. Den Ausweis zu wechseln, gleich schon den Waggon zu wechseln. Ja, wir machen uns da schon auf den Weg. Ja, einfach laufen. Ich häng fest. Hast du irgendwas für mich? Ne. Okay, weiter. Übergang zur Alarmstufe 3. Okay. Das ist doch verdammt normaler Mist hier. Was ist denn da gerade geschehen? Verdammt nochmal, Platz da, Kollege. Mach Platz hier. So. Na, Entschuldigung, dass er ein bisschen schnell weggeht, aber... Ja. Die haben leider nichts. Zur höchsten Alarmstufe sind wir jetzt schon inzwischen. Ich komme nicht durch. Ah, gut. Die haben die Zeit doch noch irgendwie überbrückt bekommen. Wir sind jetzt hier an unserem Ausstiegspunkt. Ihr seid doch wohl irre. Während der Fahrt. Nicht jetzt. Du spinnst ja wohl, Jesse. Haben sich zwar das schön verkleidet, aber... Lass mal mit weitergehen.